Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meinen Menki hochgelevelt auf 10, habe ihm Fußkicker lernen lassen, habe nebenbei noch die beiden Nidorans gefangen und ich habe mich vertan, in dieser Wiese gibt es kein Toxi. War bestimmt in irgendeiner anderen Edition oder so. Genau, so hier oben gehen wir jetzt erstmal zu unserem Rivalen. Machen den noch kaputt. Er hat ja einen Evolin. Je nachdem, wie man gegen ihn gewinnt, verliert und ob man, glaube ich, mit ihm hier kämpft am Anfang oder nicht, entwickelt er es etwa in Aquana, Blitzer und Flamara. Ich glaube, wenn man jetzt mal gegen ihn verliert oder so, ist es dann Aquana. Das wäre natürlich zwar vom Vorteil, aber andererseits gehen mir Erfahrungswerte verloren. Ich meine, Pikachu und... Pikachu. Flamara und Blitzer kriegt man auch noch irgendwie kaputt. Ist ja nicht das Ding. Ja, ein Habitak am Anfang und halt das Evolin. Genau. Ich höre mich wahrscheinlich ein bisschen müde an. Ist auch schon sehr spät. Aber leider habe ich auch noch andere Verpflichtungen. Pikachu möchte Oxo-Creep lernen. Und jetzt habe ich genau... Naja, egal. Da habe ich Rudenschlag vergessen. Eigentlich wollte ich heulen, aber naja, gut. Ist jetzt auch egal. Gut. Evoli. Das hätte ich ja gerne. Und voll merkwürdig. Sein Habitak ist stärker gewesen als sein Evoli. Vom Level her. Normalerweise sind die Starter ja immer die mit den höchsten Leveln beim Rivalen. Aber okay. Ist ja nicht mein Problem. Ist ja sein Problem. Genau. Ja. Er will halt einen Weg finden, an den starken Trainern vorbeizukommen und wir sollen halt anfangen zu trainieren und nicht bummeln und wir haben ihn zwar gerade kaputt gemacht. So. Hier gibt es im Prinzip die gleichen Pokémon wie da vorne in der Wiese. Ja, und hier ist der Haupteingang eigentlich zur Pokémon-Liga, was uns halt noch nichts bringt, weil... Ist halt so. Wir haben noch keine Orden und... Naja. Gut. Als nächstes gehen wir dann jetzt zum Vetania Wald. Tipps für Trainer. Genau, also desto mehr Pokémon man besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Finde ich jetzt nicht so, also... Zwar irgendwie... Einerseits soll das wohl ein Tipp sein, aber andererseits die Arenaleiter benutzen selber nur meistens eine Sorte vom Pokémon. Also nur Gestein oder nur Wasser. Deswegen verlieren sie wahrscheinlich auch immer. Könnte man auch mal so sehen. Genau. So, hier geht's dann zum Vetania Wald. Der uns mit Mamoria City verbindet. Genau. In Vetania City finden wir dann auch schon andere Pokémon. Ups. Ja. Ja, seine Freunde haben uns schon erwartet und möchten mit uns kämpfen. Warum will er eigentlich nicht kämpfen? Oder sie? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das ist auf jeden Fall eine Sie. Und die gab es vorher in Blau und Rot nicht. Und sie findet halt Pikachu süß und sucht danach, aber sie wird hier keins finden. Das ist nämlich auch neu. Also in dieser Edition gibt es kein Pikachu zu fangen. Also wir haben quasi, ne, das einzige Pikachu. Also nicht das einzige Pikachu im Spiel, aber egal. Ja. Wie sieht's bei den Nidorans ein? Ja, man hört, ich bin müde. Naja, das Leben ist nicht einfach, ne? Aber sonst kommen wir nie voran. Oh, Pikachu ist so süß, ja? Kannst du gerne haben. Schenke ich dir.
man hört das PK immer noch nicht, aber naja. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt. So, ein Taubsi. Hier sieht es auch noch ganz gut aus. Wahrscheinlich, weil es auch mehr Farbe hat. Kaputt. Pokéball. In Gold und Silber war das hier nur, glaube ich, komische Bäumchen oder so. Hier gab's gar, da gab es gar keinen richtigen Wald. Ja. Bei Vergiftung hilft das Gegengift aus dem Supermarkt. Klar. Okay, wenn ich nicht kämpfen will, soll ich Grasfern bleiben. Ich meine, früher hätte da ein Pokéball gelegen, aber ist okay. Mit der Hand. Fang einfach Pokémon mit der Hand. Funktioniert bestimmt auch. Genau, im Prinzip findet man hier nur Käfersammler. Die setzen halt Raupis, Hornlius und Kokunas ein und so auf Gorns. Genau. Nuppi. Level 7. Ich weiß gar nicht, auf was für ein Level sich Grob jetzt gerade eigentlich entwickelt. 6, 7, 8. Auf jeden Fall genau. Käfer-Pokémon sind halt nicht gerade die kräftigsten. Auch nicht in ihren entwickelten Formen. Klar können mit ihren Gift und Schlafpuder und Paralysie und können die schon einem gut zusetzen. Aber im Prinzip kann man die knicken. Nutzlos. Einfach nutzlos. Ich hatte zwar ein Smetbo, aber deswegen muss ich es nicht haben. Er hatte auch Menki. Beziehungsweise ein Rasaf. Muss ich Tropse nicht haben. Ich brauche es jetzt nur für Rocco und eine Suit. Wird es abgeschafft. Ersetzt. Also zum Team kann ich noch nicht viel sagen. Auf jeden Fall Glumanda kommt rein. Sesam nicht. Eventuell Shiggy, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Eigentlich wollte ich jetzt Vulcano haben. Weil Akani ist ja doch kräftiger. Also ist eigentlich, ne? Mach kaputt Typ. Aber ich kriege es erst auf der Zinnoberinsel und es ist mir zu spät. Also ist ja schon fast am Ende. Also brauche ich auch kein Feuer-Pokémon mehr. Deswegen nehmen wir dann Glurak. Ja. Nee. Früher dachte ich immer, dieses Menki steht von hinten gesehen auf dem Kopf. Aber es hat doch zwei Öhrchen. Ich dachte immer, das steht auf dem Kopf oder so. Oder hat drei Schwänze. Menki lernt auch noch Karateschlag. Aber das ist keine Kampfattacke, sondern normal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest hier in der Edition. Später kann es sein, dass es auch wieder anders war. Aber hier ist es halt dann noch normal. Wir sollen uns auch nicht weiter interessieren. Wir brauchen es ja nur für Rocco und dann noch ein bisschen durch den Mondberg wird es uns begleiten nach Zuria City. Und dann sehen wir weiter. Und da geht es down. Kaputt. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ja, schön. Katsche freut sich, freut mich. Gut, okay. Dann war es das erstmal wieder für diesen Part. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.